Name ist Outi Arajärvi und ich bin im Vorstand die Co-Vorsitzende von Bund für soziale Verteidigung und war auch viele Jahre im Vorstand von Nonviolent Peace Force. Und ja, wahrscheinlich muss ich jetzt BSV nicht so genauer vorstellen, gehe ich jetzt davon aus. Nonviolent Peace Force ist eine internationale Friedensorganisation, die konkret ziviles Peacekeeping anwendet. Und ja, BSV war auch ein Gründungsmitglied von NP, also Nonviolent Peace Force, und ja, hat sehr großes gemeinsames Interesse, eben ziviles Peacekeeping zu propagieren und auch anzuwenden. Und Nonviolent Peace Force ist die größte Organisation, die ziviles Peacekeeping auch anwendet. Ich selbst war, jetzt sollte das nächste Bild, ich war im Februar 2017 in Südsudan, um eben NP dort zu besuchen. Das ist das ja, ein Bild von dem Team in Bentiu, erzähle ich nachher noch mehr. Und bevor ich auch noch mehr über NP und die Aufgaben und Methoden des zivilen Peacekeeping spreche, wollte ich gerne kurz noch zu dem Hintergrund des Krieges in Südsudan berichten. Ja, hier ist die Karte von Südsudan. Südsudan liegt so im Osten von Afrika, und wie man sehen kann, sind die Nachbarstaaten Sudan, wovon Südsudan ja abgespalten wurde 2011 nach einem Referendum und nach vielen Jahren Krieg mit dem nördlichen Teil. Und dann sind da Äthiopien, Kenia, Uganda, Kongo und Zentralafrikanische Republik. Das Land ist fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik, hat 12 Millionen Einwohner. Und von diesen 12 Millionen sind 4,5 Millionen Menschen auf der Flucht. So etwa 2,5 Millionen sind in die Nachbarstaaten geflohen, die meisten nach Uganda, Sudan, Äthiopien und auch Kenia sind große Anzahl. Und im Landesinneren sind sehr viele Menschen Binnenflüchtlinge, also so etwa 2 Millionen. Okay, ich sehe, dass man mich nicht mehr hört. Also ich höre dich weiterhin. Gibt es andere, die mich nicht hören? Anscheinend nicht. Dann erzähle ich einfach weiter. Christian, kannst du Christine antworten? Okay. Ja, wie sieht's jetzt in Bentiu aus? Da wollte ich starten. Dort ist ein große Flüchtlingslager, und hier auf dem Bild sieht man die neu ankommenden Menschen. Auf dem Bild rechts sieht man, dass es auch sehr viele Kinder sind. Die UNHCR erzählt, dass 63% der Flüchtlinge Kinder sind. Also das ist wirklich sehr große Anzahl.
Und UNHCR sagt auch, dass 6 Millionen Menschen Hunger leiden, also leiden unter Unterernährung. Also die Situation ist gar nicht gut. Was ist denn jetzt in Bentiu passiert, dass da dort so viele Flüchtlinge sind? In Bentiu, was ist eine war die oder ist die Hauptstadt von dem nördlichen Teil ich zeige das nochmal auf der Karte, weil das habe ich vorhin vergessen. Also Bentiu ist da oben in Unity, im nördlichen, in der Mitte Bundesstaat. Und ich habe besucht Bentiu und die Hauptstadt Juba, was wiederum weiter im Süden ist, dieser rote Punkt, und in der Mitte Rumbek, was in den Bundesstaat Lakes ist. Und wie man sieht, ist Nonviolent Peace Force an vielen Orten präsent. Und eigentlich wird überall im Land Krieg geführt. So, zurück nach Bentiu. 2014 wurde die Stadt in einem militärischen Angriff fast vollständig zerstört. Hunderte Menschen wurden getötet. Und das Bild ist jetzt 2 Tage nach dem Kriegseinsatz, und die Menschen suchen da in den zerstörten Hütten nach ihren Habseligkeiten nach dem Massaker. Und dann wiederum, als wir dort waren, in der Stadt, was heute eben keine Stadt ist, wie man sehen kann, also da gibt es eigentlich gar nichts mehr. Im Hintergrund sieht man so ein paar Steinhäuser, die noch stehen, und ein bisschen an anderen Ort sind so kleine erste Häuser wieder entstanden. Ja, so sieht es unterwegs auf der Straße aus. Hier wiederum ist, kann man sehen, im Hintergrund diese große Flüchtlingslager. Und hier geht es um die Zuteilung von Lebensmitteln. Es müssen 120.000 Menschen leben dort und müssen alle über solche Lebensmittel ernährt werden. Die werden auch von Flugzeug abgeworfen, weil alle Straßen sind unpassierbar, und auch auf dem Flughafen ko können gar nicht solche großen Flugzeuge landen. Und deswegen gibt es diese Lebensmittelzuteilungen. Die Menschen bekommen Bohnen, Öl und Suppenkonzentrat. Und die Mitarbeiterin erzählten, dass es viel zu wenig ist. Eigentlich die Menschen müssen sehen, wie sie noch etwas mehr irgendwoher bekommen, zum Teil von Verwandten, die in Kenia sind oder in Juba, in der Hauptstadt, oder sie treiben Handel oder arbeiten bei den humanitären Organisationen oder ähnliches. Hier ist das Nordtor zum Lager. Ich muss sagen, ich habe dort in Bentiu keine wirklich hungernden Menschen gesehen, aber viele haben von Hunger erzählt. Ja, hier. Die vielen Kinder, die es wirklich, ich habe in meinem ganzen Leben auf einen Haufen niemals so viele Kinder gesehen wie dort. Aber die Frage ist natürlich, warum müssen jetzt die Menschen
fliehen und warum gibt es Hunger? Alle Analysten und Experten, Expertinnen sagen, dass der Krieg und der Hunger in Südsudan menschengemacht ist. Schuld ist der brutale Bürgerkrieg, die Vertreibung und Flucht von immer mehr Menschen, die zum Teil mit nichts dabei im Busch oder in diesen provisorischen Lagern oder in den großen Flüchtlingslagern der UN-Mission landen. Und seit zwei, oh, das war jetzt falsche Richtung, Moment. Seit 2012 kämpfen in Südsudan vor allem zwei Kriegsparteien. Das ist einmal die Kriegsherrenpräsident Salva Kiir und der Vizepräsident Riek Machar gegeneinander. Der eine ist Dinka und der andere Nuer, obwohl es gesagt wird, dass die Ethnien nicht die Hauptursache sind, sondern es geht um Macht, um Ressourcen, um Öl, um Land. Der Krieg ist auch, weitet sich eigentlich ist fast im ganzen Land. Also immer neue Rebellengruppen, also nicht nur die zwei, die Regierungsarmee und die Oppositionsarmee, sondern es gibt immer mehr Rebellengruppen und Fraktionen der früheren Oppositionsarmee, öffnen neue Fronten und kümmern sich dabei nicht um die Zivilbevölkerung, wenn es nicht gerade ihr eigener Clan oder Ethnie ist und ihnen nützt. Die internationale Gemeinschaft hat immer wieder versucht, Frieden zu stiften, aber mit wenig Erfolg. Jetzt ganz neu, im September 2018, ist wieder ein neuer Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen worden, was aber auch sehr instabil ist. Es wird weiter gekämpft, aber allerdings habe ich jetzt gehört, etwas weniger als früher und auch zum Glück gehen auch die neuen Flüchtlingszahlen etwas runter. Also in den letzten Monaten sind nicht mehr so viele Menschen, die in die Nachbarstaaten flüchten. Wo es monatlich früher so etwa 20.000 pro Monat waren, die neu geflüchtet sind, sind das jetzt eher so in den letzten Monaten 4.000 vielleicht oder sowas. Also man könnte sagen, es ist etwas tut sich. Wer sind denn jetzt die Peacekeeping-Akteure vor Ort? Das ist vor allem die UN-Mission Saud-Sudan, also UNMISS, was mit circa 15.000 Blauhelmen dort vor Ort ist. Das ist die drittgrößte UN-Mission weltweit. Auf dem Bild da rechts sind indische Blauhelm-Soldaten. Das ist in Juba, in der Hauptstadt, wo auch zwei solche große Flüchtlingslager sind. Die UN baut diese Flüchtlingslager, nennt sie Schutzzonen für die Zivilbevölkerung. Und ja, sie funktionieren eigentlich auch relativ gut, aber sind auch nicht immer sicher. Also 2016 wurde mitten in diesem Flüchtlingscamp in Juba auch ein kriegerischer Einsatz durchgeführt. Ja, und dann gibt es die Nonviolent Peace Force, mit einer das größte Projekt von Nonviolent Peace Force ist in Südsudan ja, das wechselt immer etwas, aber so zwischen 150 und 200 Mitarbeiter sind vor Ort. Nonviolent Peace Force gibt es seit 2002. Es wurde gegründet von mehreren Friedensorganisationen aus der ganzen Welt mit dem Ziel, unbewaffnete Zivilisten
in Krisengebiete zu schicken, um dort Zivilbevölkerung zu schützen. Nonviolent Peace Force hat Projekte in, ja, eben neben Südsudan, auch in Philippinen, in Myanmar, bis vor kurzem in Syrien oder an der Grenze, also zu Syrien, hatte auch in USA beim Standing Rock ein Projekt. Es hat Erkundungen gegeben in Burundi, Südthailand, Zentralafrikanische Republik. Ich hörte jetzt gerade auch in Nigeria ist was in Planung. Und früher gab es auch ein größeres Projekt in Sri Lanka und kleinere in Südkaukasus und in Guatemala. So, was ist denn nun der genaue Auftrag von Nonviolent Peace Force? Also, wie ich schon sagte, es geht darum, Zivilisten zu schützen in gewaltsamen Konflikten mit gewaltfreien Strategien. Und wichtig ist auch, dass Nonviolent Peace Force immer an der Seite der lokalen Gemeinschaften sehr eng mit ihnen zusammen für den Frieden arbeitet. Und es geht auch darum, diesen Ansatz von zivilem Peacekeeping auch zu verbreitern. Also nicht nur alleine das zu tun, sondern dafür auch zu arbeiten, dass es auch andere tun. Die Prinzipien, diese Arbeit bestimmen, ist, wie ich schon sagte, Gewaltfreiheit natürlich, weil auch wir glauben, dass die Gewaltfreiheit die stärkste Kraft ist, um wirklich nachhaltige Friedenslösungen zu finden. Die Allparteilichkeit oder auch Non-Partisanship ist eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit und absolut notwendig auch für den Schutz, weil Nonviolent Peace Force spricht mit allen Akteuren und allen Beteiligten auch in den Krieg. Vorrang von lokalen Akteuren bedeutet, dass NP immer zusammen mit der lokalen Bevölkerung, aber auch mit lokalen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Lösungen sucht, die der Zivilbevölkerung helfen. Und zivile Kräfte sichern auch die Neutralität. Die Zivilgesellschaft ist nicht an nationale Interessen gebunden. Wichtig ist auch, dass als eine NGO kann man sehr viel flexibler sein und unbürokratisch arbeiten, ganz anders als zum Beispiel die UN-Missionen, die immer auch an den Interessen der beteiligten Staaten gebunden sind und hat immer auch sehr, sehr genau definiertes Mandat und wiederum NP kann es relativ flexibel nach dem örtlichen Bedarf auch verändern. Ja, alle NP-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind trainierte Friedensfachkräfte, die inmitten der Community leben und arbeiten. Also das ist auch ganz wichtig. Das sind wirklich mitten in den Orten immer direkt vor Ort. Ja, und was macht jetzt den Unterschied? Also Peacekeeping gibt es ja von der UNO, auch von OSZE oder auch der Afrikanischen Union. Die sind meistens bewaffnet und wie ich schon sagte, oft mit limitierten und interessengeleitetem Mandat. Und unbewaffnetes ziviles Peacekeeping ist eben unbewaffnet und arbeitet mit lokalen Gemeinschaften und nicht so als NGOs. Und jetzt wollte ich noch kurz das Prinzip dahinter vorstellen. Das ist der sogenannte
Zwiebel des Schutzes. Damit kann man vielleicht genauer noch verstehen, wie dieses zivile Peacekeeping in diesem gesamten zivilen Schutz sich einbettet. Wenn man jetzt sieht, diesen ganz äußeren Kreis, das ist die Entwicklungszusammenarbeit, wo es so ganz allgemein um Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern, die das brauchen, geht. Dann der nächste Schicht ist die Menschenrechtsarbeit, wo es um elementare Menschenrechte geht. Und dann, wenn man noch weitergeht, geht es um die humanitäre Hilfe, wo es um Befriedigung von Grundbedürfnissen geht, also Nahrung und Wasser und so weiter. Und dann gibt es den elementaren Schutz vor drohender Gewalt, der ja natürlich auch vorhanden sein muss, dass überhaupt diese anderen Schutzmechanismen funktionieren. Und dieses ist meistens von, wenn man jetzt genauer noch so reingucken, das ist jetzt der innerste Teil, der psychische Schutz vor drohender Gewalt. Das wurde traditionellerweise immer von Militär und von Polizei geleistet, dieser Schutz. Also hier die UN-Militär oder auch solchen, das sind jetzt, glaube ich, von der Afrikanischen Union, so Polizeitruppen. Aber wir sind der Meinung, dass es genauso dazu gehört, auch der unbewaffnete zivile Peacekeeping. Eben, dass die Zivilgesellschaft auch dazu in der Lage ist, mit gewaltfreien Methoden dafür zu arbeiten. Und der wesentliche hier noch zusammenfassend, der Unterschied ist, dass es traditionelle Peacekeeping meistens arbeitet mit Androhung von Gewalt und sagt, wir haben auch starke Waffen, wir sind bewaffnet und können dadurch schützen, sagen sozusagen mit Gewalt. Und wiederum ziviles Peacekeeping arbeitet mit Beziehungen. Das ist der wesentliche Unterschied. So, jetzt muss ich kurz dieses schließen und den nächsten aufmachen, weil das sonst zu groß war. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, wie funktioniert jetzt ziviles Peacekeeping? Das sind so die drei wesentlichen Aspekte oder Ansätze, wie das funktioniert. Einmal eben das unbewaffnete zivile Peacekeeper, die direkt Menschen schützen. Und zum Zweiten geht es darum, Kapazitäten der lokalen Organisationen und auch der Kommunen oder Communities aufzubauen, dass sie eigene Strukturen haben. Und dann geht es auch darum, die vorhandenen Kapazitäten auf der lokalen Ebene zu fördern. Also wenn es sowas wie Kinderschutzorganisationen oder vielleicht auch die lokale Polizei zu trainieren. Also auch das in Blick zu haben, was schon vor Ort ist und was gestärkt werden und genutzt werden kann für den Schutz der Zivilbevölkerung. Wenn wir jetzt genauer gucken auf diese einzelnen Aspekte, Menschen schützen, ich habe jetzt so ein paar Beispiele, wie das funktioniert. Das erste ist hier dieses Bild, das ist die sogenannte schützende Begleitung in Bentiu, da die Frauen gehen aus diesen Flüchtlingslagern mehrmals in der Woche raus in den Busch, um dort Feuerholz zu sammeln. Und das ist sehr gefährlich für sie.
Und Nonviolent Peace Force hat diese Frauen begleitet, damit sie in diesen da im Busch nicht ja nicht geraubt, nicht getötet, nicht vergewaltigt werden, weil Nonviolent Peace Force auch da wieder auf Beziehungen aufbaut, also mit den Soldaten spricht, mit den Milizen, die unterwegs sind, bekannt ist. Und das funktioniert tatsächlich, solange wie, wenn Nonviolent Peace Force Mitarbeiter mitgehen mit den Frauen, passiert dort nichts für die Frauen. Jetzt geht es wieder nicht weiter. Und, so. Weitere Beispiele. Es geht auch um zum Beispiel um Kontrolle von Gerüchten. Da oben rechts das Bild, das ist jetzt nicht in Südsudan, sondern ein anderer Fall auf den Philippinen, wo es auch um Waffenstillstand Monitoring geht. Das ist ein Beispiel, wo es in ein Dorf eine Hütte gebrannt hat. Und immer wenn es in solchen aufgeheizten Konfliktsituationen sowas passiert, dann geraten Menschen ganz leicht in Panik und es gibt Gerüchte, jetzt gibt es neuen Angriff und Menschen fliehen und ähnliches. Und jetzt kann Nonviolent Peace Force in solchen Situationen, wenn sie da vor Ort ist, dann diesen Gerücht versuchen zu verifizieren. Und hier wurde das zum Beispiel wurde festgestellt, relativ schnell, dass diese Feuer nichts mit einem militärischen Angriff hatte, sondern einfach sich ja so normaler Hausbrand war. Und dadurch konnten die Menschen sich wieder beruhigen. Nein, es geht nicht um einen großen Angriff, sondern sie können einfach in ihrem Dorf bleiben und müssen nicht fliehen. Oder ein weiteres Beispiel hier, Kinderschutz, was in Südsudan auch sehr großer Arbeitsschwerpunkt ist. Da geht es auch darum, zum Beispiel Kinder davor zu schützen, dass sie von den verschiedenen Armeen rekrutiert werden. Also ich habe auch dort auf der Straße so Laster gesehen, wo wirklich junge Kinder, Jungs auf den Laster mit Waffen waren. Also das ist ein großes Thema. Und das kann man natürlich versuchen, die Eltern mit den Eltern zu arbeiten oder auch mit Kindern, die allein im Lager sind, zu sprechen, wie sie sich selbst schützen, wohin sie nicht gehen sollen und ähnliches. Es geht auch darum, zum Beispiel Zusammenführung von Eltern getrennte Kinder und die Eltern zusammenzuführen. Das war auch ein großer Arbeitsschwerpunkt. Und insgesamt, es gibt immer viel auch schwierig. Also die Situation ist für die Kinder in solchen Lagern auch nicht einfach. Dann geht es darum, der zweite Schwerpunkt, eben Aufbau von Kapazitäten, Training von lokalen Organisationen. Hier auf dem Bild ist der Women Peacekeeping Team. Also es werden zum Beispiel überall im Lande Frauengruppen trainiert, dass sie selber Peacekeeperinnen werden, dass sie sich zusammentun, um zu überlegen, wie sie zum Beispiel gemeinsam irgendwo hingehen können, wie können sie ihre Kinder schützen und ähnliches, ne? Wie sie auch besser gehört werden in den Communities. Hier habe ich jetzt ein Beispiel. Das ist in Rumbek, wo ich auch war, wo es auch ein Women Peacekeeping Team gibt.
Und hier auf dem Bild sieht man jetzt ein sogenanntes Risikomapping, also ein Vorgang, wie man risikoreichen Plätze in dem Ort feststellen kann. Ich habe dazu einen kleinen Filmsequenz und das will ich jetzt mal aufladen und hoffe, dass es funktioniert. Could you please explain So, what we're da doing right now? erzählt nämlich Okay, Mary. what one is doing with the women is it is a map, risk mapping. It is called risk mapping. They look for the different roads, the roads that are safe and the roads that are not safe. The women are now telling phone and telling the team the roads that are safe for them to move along and the roads that are not safe. Like they told us that the one road is not safe from town to a village called Aber is not safe. Recently one person was killed from there. So it is the one that is called risk mapping. And what is Nonviolent Peace Force going to do with those informations? Nonviolent Peace Force is going to conduct patrol. It is called patrol. We go there in a place that are not in a place that are insecure to go for security services. I mean, we go for patrol to see the situation and the community around that area, whether it is still on or it has come. If it is still there, we will train the women on how they should defend the attack that might come in their area. Okay, and how long have we been doing this? Okay, we have introduced that patrol since the beginning of the conflict, since the beginning of the Omnanfis. We have found out that through the patrol, the community will settle a bit, seeing the different people coming to survey their area, will encourage them to leave the conflict and stay peacefully. So, ich hoffe, das konnte man verstehen, so einigermaßen. Also, jetzt versuche ich nochmal wieder zu finden. Ja, Mary erzählte von diesem Risk Mapping, also Aufbau von diesen Karten, wo man sehen kann, wo die gefährlichen Gebiete sind und dass man dann Patrouillen macht. Okay, jetzt gucke ich gerade, ja, genau. Der dritte Aufgabe oder Ansatz ist dann, dass man die vorhandenen Kapazitäten eben fördert und da ist ein Beispiel, zum Beispiel, das schon von 2012, wo NP in einer Stadt, Jirol, eine waffenfreie Zone errichtet hat. Das war eine Stadt, wo es schon Handelsplatz, wo es schon früher, was schon früher waffenfrei gewesen war, aber jetzt hat man das wieder neu aktiviert und es ist dann tatsächlich zusammen mit der Stadt, mit der Führung von der Stadt und auch mit den Rebellen, die dort unterwegs waren oder Regierungssoldaten, konnte das durchgesetzt werden. Da sieht man die Schilder, die dann in den Zufahrtsstraßen aufgestellt wurden, dass es tatsächlich in dieser Stadt Waffen nicht erwünscht oder erlaubt sind. Es wurden dann auch Patrouillen organisiert, dass Menschen, die mit Waffen angetroffen wurden, dann aufgefordert wurden, die abzulegen. Dann ein anderes Beispiel ist, dass da in Rumbek Nonviolent Peace Force die lokale Hilfspolizei trainiert hat. Und zwar Rumbek ist eine Stadt, wo es
wo es keine großen Flüchtlingscamps gibt, sondern was eine sehr, sehr konfliktreiche Region selbst ist. Also da hat es Kämpfe stattgefunden und das war auch als ich dort war, war das immer noch sehr instabil, die Lage da. Es war sehr, sehr viel Kriminalität, sehr viele Waffen. Also es wurde erzählt, dass ein paar Monate vorher jeder eigentlich eine Waffe getragen hat und die Polizei war sehr schwach. Und die Polizei ist dann auf die Idee gekommen, dass sie freiwillige Hilfspolizei gegründet hat. Da sieht man da im Hintergrund, diese Männer gehören zu dieser freiwilligen Hilfspolizei und hat Nonviolent Peace Force darum gebeten, diese Polizei mit über gewaltfreie Methoden der Konfliktlösung zu trainieren. Und da hat es eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben. Und ich habe auch dazu auch einen kurzen Film, wo wir die Polizeikräfte sozusagen gefragt haben, wie sie ihre Arbeit sehen. Und dies ist ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen sage ich, das geht um, sie erzählen von den Sicherheitsproblemen und Ursachen der Konflikte. Sie erzählen von Hunger und Diebstahl, von Kühen und von Brautgeld, das mit Kühen bezahlt werden muss. So, da im Bild sieht man jetzt links den Gründer, einen der Gründungsväter und den langjährigen auch Leiter von Nonviolent Peace Force, der mit da war. My first question is, what are the major security problems that you deal with here? The root cause of the insecurity here, one is hunger here. Like now people are facing hunger. If you have your gun, you go and loot something, that where the problem also started. That's one of the root causes of the conflict. We have this issue of cow. Is one of the root causes of the insecurity. If somebody have come and steal your cow and you run after, you follow the cow and run after it, you will end up killing yourself there. Number two, girls here. Always cause insecurity. If you elope somebody's daughter without paying cows, the relative will immediately attack you and people will die there. That is how we do it normally here. So, ich hoffe, das konnte man so einigermaßen verstehen. Also, wie Sie sagten, dass, dass man immer, wenn jemand heiraten will, ohne mit Brautgeld zu zahlen, was mit Kühen bezahlt werden muss, dass es dann sofort einen großen Konflikt gibt. Und deswegen werden auch sehr viele Kühe gestohlen und ja, das ist so die Situation dort. So, ich habe jetzt noch, ich sehe gerade, dass ich schon lange erzählt habe. Ich will jetzt zum Schluss aber noch erzählen von einem Beispiel, was etwas länger zurückliegt, was aber sehr erfolgreich Kooperation von Nonviolent Peace Force war. Und ich würde es auch deswegen kurz erzählen, weil es zeigt, dass
dass das wirklich ein langer Prozess ist immer. Als ich nun dort war, dann konnte ich ja nur so einzelne Situationen sehen, aber so ein Aufbau von Friedensstrukturen, das braucht einfach Zeit und viel Vorbereitung. Und das zeigt ein bisschen dieses Beispiel. Und das war in Bibor. Da auf der Karte sieht man, das ist auch ein bisschen länger her schon. Also das war 2012, war da ein Massaker, wo 3000 Leute getötet wurden, vor allem Frauen und Kinder der Mole-Ethnie. Das ist noch so eine weitere, kleinere Ethnie in Südsudan. Und dort hatte dann die Regierung eine Abrüstungskampagne durchgeführt. Die Soldaten, die das durchgeführt haben, waren aber alle fast nur Dinka und Nuer Ethnie. Und das bedeutete dann, dass es ja schlechte Wahl war. Es gab zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, Misshandlungen, Folter, Vergewaltigungen und so weiter. Und Nonviolent Peace Force hörte von dieser Gewalt und entschied dann, in Kandako zu arbeiten. Das war ein Ort, wo es die meisten Gewalttätigkeiten gab, und hat dort zu einer Security, also Sicherheitsmeeting, eingeladen. Und da kamen dann zusammen, also die lokale Führung hatte eingeladen, die Sicherheitsakteure, da auf dem Bild sind UN-Peacekeeper, sind Polizei der UNO, die sogenannte UNPOL, Vertreter von Regierung und lokale Polizei. Und da wurde über diese Situation informiert, was alles passiert ist. Und es stellte sich zum Beispiel raus, dass die UNO eigentlich davon gar nichts gewusst hatte, was da alles passiert ist. Es wurde dann noch ein Rundgang gemacht, um vor Ort zu sehen, um die Situation kennenzulernen. Jetzt sehe ich, okay, ich sehe, dass da gerade jemand was gesagt hatte. Die Hilfspolizei ist nur dazu da, ob sie die gleiche Arbeit machen wie die normale Polizei auch. Ja, sie gehen dahin, wo was passiert, um sozusagen, wenn irgendwo ein, sagen wir mal, Schlägerei ist oder sowas, sie gehen dahin und versuchen, die Menschen zu beruhigen, mit ihnen zu reden, so dass es nicht weitergeht, oder sie versuchen, den Diebstahl zu klären, wer hat denn was gestohlen, und suchen die, oft gelingt es dann auch, dass tatsächlich die gestohlenen Kühe zurückgebracht werden oder ähnliches, und können so die Situation Situation beruhigen. Okay, ist das so klar? Dann würde ich zurückkommen, nämlich was die da in Bibor gemacht haben. Also nach diesem Sicherheitsmeeting wurde dann wieder so ein Risikomapping gemacht, genauso wie ich das schon da in Rumbek gezeigt hatte, geguckt, wo gibt es jetzt diese größten, gefährlichsten Orte. Und dann wurden gemeinsam mit den UN-Peacekeepern und der Polizei und der UN-Polizei Patrouillen verabredet. Und es hatte sich gezeigt, dass die meisten Vorkommnisse zwischen 11 und 20 Uhr passieren. Und deswegen wurden jeden Tag zweistündige Patrouillen von diesen Gruppen, von jeder Gruppe übernommen. Und so konnte also eine große Zeitspanne
überbrückt werden, also oder gedeckt werden, um die Gewalt da zu verhindern. Und es gab auch alle paar Wochen Sicherheitstreffen, wo man dann gemeinsam die Situation besprochen hat und vielleicht neue Strategien entwickelt hat und ja, einfach zu schauen, wie geht es weiter. Es wurde auch so eine schützende Präsenz in mehreren Orten organisiert, zum Beispiel auf einer Farm, wo Frauen Gemüse anbauten, oder an verschiedenen Brunnen, wo immer Menschen zusammenkommen, so wie hier auf dem Bild. Es wurde eine Telefonkette organisiert, wo die verschiedenen Community-Leader, Führungspersonen Vorkommnisse melden konnten, die dann weiter zu den lokalen Chef gingen und dann zu den lokalen Regierungen, Nonviolent Peace Force und auch zu der Polizei. Und NP hat dann wiederum die UN-Peacekeeper oder die UN-Polizei oder auch die höheren Regierungsvertreter informiert. Und damit kann natürlich immer sehr schnell dann auch irgendwas verhandelt werden, irgendwas in eine Aktion gestartet werden oder auch irgendwelche Gerüchte verifiziert werden oder ähnliches. Dann war NP aufgefallen, dass bei den Sicherheitstreffen überhaupt gar keine Frau vertreten war, und daher hat NP dann eine spezielle Sicherheitstreffen nur für Frauen organisiert, um da halt die Bedarfe der Frauen auch aufzunehmen. Und dann hat man auch eben die Wirkung versucht rauszufinden, und das war sehr, ja, sehr beeindruckend, weil bevor jetzt diese Aktionen starteten im Mai 2012, hat die Polizei und die UNPOL 150 Berichte über Gewalt in Bibor erreicht, und die meisten eben aus Kandako. Und einen Monat später, schon im Juni, erhielten sie nur 26 Berichte und keinen einzigen aus Kandako. Und die Bewohner bestätigten, dass es in den Zeitraum zwischen Juni und August gar keine Vorkommnisse gegeben hat. Die UN hat dann auch ein Team dann vor Ort hingeschickt, um die Strategie zu untersuchen und dass sie das vielleicht woanders auch dann wiederholen könnten. Es wurde dann, soweit ich weiß, allerdings nicht getan, warum auch immer. Aber jedenfalls war das sehr erfolgreich. Hier noch so ein paar Stimmen aus der Community, wo jemand gesagt hat, nachdem NP anfing, in Kandako zu arbeiten, hat sich alles verändert. Vorher hatten wir Angst, das Haus zu verlassen. Jetzt trauen wir uns sogar mitten in der Nacht zu baden. Jetzt, da es die Patrouillen gibt, gehen die Soldaten einfach an uns vorbei zu ihren Baracken. Und NP ist die einzige internationale Organisation, die zur Stelle ist, wenn wir am Abend oder in der Nacht Hilfe brauchen. Die anderen trauen sich nicht. Das ist übrigens sowas, was auch ich viel gehört habe, dass die anderen Organisationen, die sind auch, also viele Hilfsorganisationen sind in den Lagern, aber wenn Feierabend ist, dann sind alle weg, aber dadurch, dass die NP-Mitarbeiter, zum Teil die lokalen Mitarbeiter, zum Beispiel in Bentiu, die leben selber in den Lagern und sind eigentlich immer auch erreichbar, oder auch in anderen Orten, auch in Rumbek wohnen die NP-Teams mitten in Rumbek, also sie sind einfach vor Ort, und was einen großen Unterschied macht. Ja. So, damit komme ich jetzt auch ein bisschen zum Schluss. Ich habe in Südsudan bestätigt gesehen, dass zivile Peacekeeper
gut trainierte, hochmotivierte, verantwortliche, professionelle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Und wie man sehen kann, NP arbeitet in sehr multinationalen Teams. Also die Mitarbeiter kommen wirklich aus allen Teilen der Welt. 2/3 sind lokale Mitarbeiter, Frauen und Männer. Und sie arbeiten mitten in den Gemeinschaften, die sie auch schützen. Das ist effektiv, kostengünstig und sichert viel nachhaltiger den Frieden. Ich habe hier noch schon ein paar Zahlen. Die UN Peacekeeping weltweit hat etwa 120.000 Leute im Einsatz mit 8 Milliarden Dollar im Jahr in 17 verschiedenen Konfliktregionen. Und es gibt weitere oder insgesamt 70 signifikante Konflikte in der Welt, hat die International Crisis Group herausgefunden. Ja, und daher ist eigentlich viel Platz für ziviles Peacekeeping. Also NP könnte auch viel mehr noch tun, wenn es dann finanziert wäre. Ja, damit möchte ich enden. Ich habe allerdings noch zum Abschluss, weil das ist, sind die Frauen, die hier zusammengekommen sind, auch um uns zu grüßen. Und ich habe noch ganz kurz einen netten Film zum Abschluss, was so zur so Abstimmung vielleicht einfach. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! And with strong women comes peace. Ja, okay, damit würde ich dann beenden. Ote, vielen Dank für deinen Vortrag mit vielen Anregungen, informativ. Genau, wir könnten jetzt ja vielleicht noch in eine Fragerunde kommen. Und dazu würde ich erstmal gerne die Runde fragen, habt ihr Fragen und auch könnt ihr euer Mikrofon anstellen, um die zu stellen? Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr auch gerne wirklich in den Chat das tragen und dann kommen wir so ins Gespräch. Ich könnte ja auch schon mit einer Frage anfangen, wenn es gerade jemand tippt oder noch nachdenken möchte. Ich habe es am Anfang gesehen, dass du von 8 Milliarden gesprochen hast, was solche Einsätze kosten, solche bewaffneten Einsätze weltweit. Konnte es aber nicht so richtig einordnen. Sind Zivile günstiger oder ist es vergleichbar? Ja, die UN-Missionen kosten 8 Milliarden jährlich. Nonviolent Peace Force hat etwa ein Budget von 10 Millionen Dollar, glaube ich auch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das ändert sich auch immer ein bisschen. Ist natürlich insgesamt mit den ganzen Projekten nur mit 200, vielleicht 250 Mitarbeitern unterwegs. Aber das zeigt einfach, dass es sehr viel günstiger ist als, militärische oder solche UN-Peacekeeping-Aktionen. Ganz abgesehen davon, was natürlich Kriege kosten, das ist ja dann noch unglaublich viel mehr Geld, was da verpulvert wird, wenn man es so nennen kann. Dankeschön.
Ich sehe, da tippt gerade eine Person. Ah ja, okay, nein, sie sind alle angestellt, also ganz regulär, sowohl die internationalen als auch die nationalen. Nationale gibt es manchmal auch Freiwillige, die mitarbeiten wollen, aber die internationalen und auch die Festangestellten bekommen ganz normal Gehalt. Die internationalen sind kann man so sagen, so normalerweise für 2 Jahre immer vor Ort. Manche kürzer, manche auch viel länger. Also das ist sehr unterschiedlich. Und sie kommen wirklich aus allen Teilen der Welt. Noch weitere Fragen? Ja, also es ist so ganz ursprünglich wurde immer gesagt, NP geht nur dahin, wo sie eingeladen wird. Das ist auch heute, könnte man sagen, manchmal so, aber viel ist es auch einfach, dass die Arbeit von Nonviolent Peace Force dann in zum Beispiel Nachbarländern bekannt wird, dass Friedensorganisationen in verschiedenen Teilen der Welt davon hören und dann kommt man in Kontakt oder jemand initiiert das und Nonviolent Peace Force macht dann immer auch erst eine Erkundung in ein Land und spricht mit allen Akteuren in so ein Land. NP kann eigentlich auch nur immer in einem Land arbeiten, wenn es auch geduldet wird, also wenn es auch ein Erlaubnis gibt, dort zu arbeiten. Sonst kann man die Arbeit nicht machen. Also die Regierung muss zumindest dulden, dass NP da ist. Und dann kann man immer auch die Beziehungen halt versuchen zu verbessern, dass es auch wirklich eine Zusammenarbeit gibt. Natürlich gucken die Mitarbeiter, auch der Vorstand und guckt, wo könnte es nötig sein. Und natürlich gibt es ganz viel Bedarf, ganz viele Länder, wo man hingehen müsste. Und das hängt auch immer viel davon ab, wofür es Geld gibt, weil NP kann natürlich nur irgendwo hingehen, wenn das auch finanziert wird. Und manchmal passiert es auch, dass es Bedarf und auch gute Bedingungen im Land geben würde, aber NP findet niemanden, der das finanzieren will. Hat es auch in der Vergangenheit schon mal passiert, dass alle eigentlich wollten, aber bis auf die Geldgeber. Und die Geldgeber sind auch sowas wie die EU hat einige Einsätze mit viel Geld, also gerade auf den Philippinen finanziert, auch in Syrien, Libanon. In Südsudan ist das sehr viel die UN-Organisationen, UNICEF und Ähnliches, aber auch einzelne Länder, sowas wie Belgien hat früher sehr viel die Arbeit finanziert, zum Teil Kanada oder Norwegen, Schweden, Deutschland am Anfang, jetzt seitdem nicht mehr. Ja, also es gibt auch Spender, vor allem
in den USA gibt es eine große Spender-Community. Wir versuchen auch in Europa manchmal Spendengelder zu sammeln. Aber das ist nur ein Teil, was über Spendengelder läuft. Hauptsächlich brauchen wir für die großen Projekte auch sozusagen Geldgeber, größere institutionelle Geldgeber. Nonviolent Peace Force hat immer ein sogenanntes Vorbereitungstraining für die Leute, die anfangen wollen zu arbeiten. Also es werden ganz normal, die Leute können sich bewerben bei NP und wenn sie dann ausgewählt werden, dann bekommen sie ein dreiwöchiges intensives Training in den Methoden. Es wird natürlich geschaut, dass es möglichst Menschen sind, die irgendwie Erfahrungen schon im Ausland gewesen sind, mit internationalen Organisationen gearbeitet haben oder vielleicht selber auch aus einer Konfliktregion kommen und da vielleicht tätig gewesen sind. Aber es wird sehr viel auch einfach geschaut, wer mit welcher Motivation kommt. Ich habe, als ich dort war, habe ich mit mehreren Mitarbeitern gesprochen, auch mit den Lokalen. Und da ist es mir aufgefallen, dass es sehr viele auch früher Lehrer waren. Also oder auch Leute insgesamt, die mit Menschen zusammengearbeitet haben. Also das ist anscheinend auch zum Beispiel waren ein paar Priester dabei oder Ähnliches. Also das ist eine gute Basis, wenn man schon mit Menschen gearbeitet hat oder Community-Arbeit gemacht hat oder viele haben auch bei anderen Hilfsorganisationen vorher gearbeitet. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja, noch Fragen? Okay, ich sehe gerade keine Person, die tippt. Das heißt, könntet ihr noch ein Zeichen geben kurz, wenn ihr noch eine Frage habt? Sonst könnten wir dann das Webinar beenden. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, die teilgenommen haben. Und auch ganz besonders bei Oti, dass sie den Vortrag heute gemacht hat. Und genau, vielleicht würde ich mich heute freuen, wenn ihr noch an anderen zukünftigen Veranstaltungen oder Aktionen beim Bund für soziale Verteidigung euch beteiligen wollt. Dankeschön. Ja, und auch von mir aus vielen Dank für euer Interesse. Ich wollte noch die Webadresse von Nonviolent Peace Force auftippen, nonviolentpeaceforce.org ist das, glaube ich, ne? Also da, jetzt ist das ein bisschen falsch, ja, da findet man natürlich noch weitere Informationen. Oder auch auf der BSV-Webseite gibt es auch einige Informationen. Ja, dann schönen Abend noch.